Ja, herzlich willkommen bei Experts for Training. Neben mir steht Dr. Jürgen Fritsche. Er ist ehemaliger mehrfacher Karate-Weltmeister und der aktuelle Athletiktrainer der deutschen Karate-Nationalmannschaft. Mir gegenüber steht Professor Dr. Kreuz. Er ist Experte für Gelenke und Spezialist für regenerative Knorpelchirurgie. Wir werden Ihnen heute Übungen zeigen, wie man die Gelenke fit hält und eine optimale Prophylaxe gegenüber den häufigsten Krankheitsbildern schafft. Los geht's! Das Bewegungsspiel im Iliosakralgelenk, dem sogenannten Kreuzbein-Darmbein-Gelenk, was sich zwischen Beckenknochen und Kreuzbein befindet, ist minimal, weil zahlreiche straffe Bänder und Muskeln das Gelenk stabilisieren und in Position halten. Da wir ein Gelenk auf der linken und eins auf der rechten Seite haben, ist ein ausgeglichenes, ausbalanciertes Verhältnis zwischen beiden Körperhälften von entscheidender Bedeutung. Beide Seiten müssen mit der gleichen Intensität trainiert werden. Andernfalls kommt es zu einseitigen Verspannungen, wobei häufig gelenkübergreifende Muskeln betroffen sind. Einer dieser Muskeln ist der sogenannte Musculus piriformis. Dieser kommt vom Kreuzbein, zieht dann über das Iliosakralgelenk bis hin zum Oberschenkelknochen, wobei er das Hüftgelenk auch überspannt. Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass Beschwerden des Kreuzbein-Darmbein-Gelenkes auch Hüftbeschwerden machen können. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie diese einseitigen Verspannungen verhindern können und das Kreuzbein-Darmbein-Gelenk optimal stabilisieren. Wir kommen als nächstes zu den Stabilisationsübungen des Iliosakralgelenkes und des Beckenbereiches. Übungen, die Sie in einer fixierten Position relativ einfach durchführen können, sind deswegen besonders schonend. Dazu nehmen Sie das Hüftgelenk in eine 90-Grad-Position, das Kniegelenk ebenso, dass beide Beine parallel zueinander positioniert sind. Das Erste, was Sie machen, ist Folgendes. Sie nehmen beide Hände außen aufs Kniegelenk und drücken kräftig gegen den Widerstand der Hände die Kniegelenke nach außen und halten exakt diese Position ungefähr für 10 Sekunden. Perfekt. Wenn Sie das durchgeführt haben, kommt exakt die gegenläufige Bewegung. Beide Hände werden unten wieder abgelegt und jetzt pressen Sie beide Kniegelenke kräftig gegeneinander, sodass auch wieder ein Druck ausgeübt wird und diese Position mit der Kräftigung der Adduktorenmuskulatur in diesem Fall halten Sie ebenso wieder für 10 Sekunden. Die Beine bleiben in der Position 90 Grad im Hüftgelenk, 90 Grad im Kniegelenk. Und die nächsten 10 Sekunden verbringen Sie in einer relativ, sagen wir mal, schwierigen Position. Sie versuchen nun, beide Kniegelenke schräg nach oben zu bewegen, dass die Bauchmuskulatur angespannt wird, das Becken ein ganz kleines bisschen gekippt wird und die Kniegelenke sich in Richtung meiner Hand bewegen. So gut wie das funktioniert, Sie können auch wechselseitig rauf und runter gehen. Versuchen das ungefähr für 5 bis 10 Sekunden zu halten. Am Schluss kommt sozusagen die Belohnung. Das heißt, Sie dürfen sich jetzt richtig klein machen. Kopf geht auf die Brust, Kniegelenke werden nach oben gezogen und jetzt schaukeln Sie ein kleines bisschen aus. Dadurch wird der Rücken hinten gedehnt, dass sozusagen die Muskeln, die verspannt sind, die wehtun und vorne die Bauchmuskulatur wird durch die anderen Übungskomplexe, die wir Ihnen vorhin gezeigt haben, gekräftigt. Das ist das, was wir für das Iliosakralgelenk benötigen. Zum Schluss kommt noch eine Übung, die für den Piriformismuskel wichtig ist. Ein Muskel, der hinten auch das Kreuzbein-Darmbein-Gelenk verspannt und häufig bei den Beschwerden mit beteiligt ist. Dafür nehmen Sie das eine Bein über das andere, dass Sie in eine sogenannte Viererposition eintauchen. Dann wird der Oberschenkel durch die Hände kräftig nach oben gezogen. Das Bein wird relativ gut gestreckt. Und dann versuchen Sie in der Position mit dem Ellenbogen das gegenläufige Kniegelenk nach unten zu drücken. Und was Sie in der Position verspüren, ist ein relativ kräftiger Zug hier im Bereich der
Gesäßmuskulatur explizit der sogenannte Piriformis wird in der Haltung relativ gut gedehnt. Das können Sie auch wechselseitig machen, indem das andere Bein über das entsprechende geschlagen wird. Das gleiche geht auch relativ einfach in sitzender Position. Das zeigen wir Ihnen heute noch einmal in der Richtung, indem wir zu Ihnen schauen. Sprich, wenn Sie in der Arbeit sind, dann setzen Sie sich einfach im Schneidersitz hin. Das eine wird über das andere gestülpt. Das Kniegelenk wird ebenso nach unten gedrückt. Und jetzt in relativ aufrechter Körperhaltung neigen Sie sich nach vorne, wodurch Sie auch eine Spannung hier hinten in der Gesäßmuskulatur verspüren. Das Kreuzbein-Darmbein-Gelenk erfährt dadurch auch eine Dehnung und die entsprechenden Muskeln, die häufig bei der Verspannung und bei Blockierungen mit beteiligt sind, werden dadurch auch optimal gedehnt. Soweit zum Kreuzbein-Darmbein-Gelenk.